Ja. Ey, ich wechsle Legs mal so heftig, dein Brett in die Fresse. Doch keine Sorge, dein Face war ein Bettler vor das längste Alter, wie krüppelig du da schaust. Kurze Frage, gehört das so? Oder warum sieht denn das so platt gedrückt aus? Ey, wir haben was gemeinsam, uns verfettet zersägt. Nur bitte sag, warum du auch die XXL-T-Shirts trägst. Gute Frage, ich muss direkt am Ball bleiben. Mein Gegner klaut seine Klamotten, zieh mich sehr versagt, wer der Container. Trägst du Pullis, wirkt das so, als ob du ein Kleid anhältest. Jetzt willst du feigedächte Rapper hier am Mic zerfetzen. Ey, du Kinderzimmer-Rapper, hast Stress. Du musst flüstern, mein Record. Weil das deine fucking Mom noch sonst entdeckt. Dann ist die sonntags mal zu Hause, gibt's Probleme beim Einreichen. Fast so harte Probleme wie bei meinen Kleiden. Du trägst auch was heiß und laut deiner Mom. Weil's im Container einfach deine Größe nicht gab. Und während dein Rap er so lächerlich ist, hab dein Kopf bei meiner Runde stets im Takt mit gewippt. Du steckst in Zwiespalt wie bei SM. Tut zwar weh gefickt zu werden, aber trotzdem gefällt's. Ey, schreibst dir drei Parts, dann hattest du Angst gegen mich. Schreibst du nur zwei, dann hat deine Mom dich erwischt. Und keine Sorge, egal wie du die Runde hier bringst, ich klatsch dich weg, laid back, über Flow Instinct. Während du taktlos, fast schon wie ein Spastiker rappst. Fast noch takt oder belangloser als fett dieser Text. Ich dachte flach, wären fetten Witze gegen diesen Ted. Doch noch flacher ist das Krüppelface von Slacks. Ja, ich blicke wegen Sonne, letzte Runde zu Boden. Du blickst auch zu Boden, doch du hingegen schämst dich des Todes. An deiner Performance fehlt's noch an der B-Note. Ey, du wickst so unterernährt, als würdest du mit Ted in der WG wohnen. Ey, mal gucken, ob du dein Gesicht hiernach noch länger ziehst. Ich fick dich und spendier dir vom Preis. Gib mal deinen Friseurtermin oder kauf dir Klamotten. Bevor du weiter vom Bedürftigen klaust, geb ich dir einen Pulli umsonst, ey. Sortiere Wackos aus, werdet Gütesiegel, Prüfstempel. Doch ich war abgelenkt von der neongrünen Schnürsenkel. Nach der Runde sieht man Slacks wieder mal auf Schienenbrettern stehen. Oder viel lieber noch auf Ziegeldächern stehen, um zu sprengen. Und danach sieht man auf diversen Titelblättern stehen, wie der Punch ein Siegestreffer und der wurde so zerlegt, als würde er auf Minenfeldern stehen. Er hat so rigoros im Game nichts verloren und deswegen kick ich dich raus. Mit so Text am letzten Tag schreiben, hiernach stehst du außerhalb von Videodrehs auf Bahngleisen. Ich box dir so überheftig lyrisch auf die Zahnreihe, Bitch. Danach hast du sogar weniger Zähne als dieser Landstreicher Crisp. Was nicht so ganz einfach ist. Yeah.